Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Car Community Video. Es ist gefühlt schon sehr, sehr, sehr lange her, aber wie wir alle wissen, ich bin nicht alleine. Patrick ist zum einen der allerletzten Male wahrscheinlich vor der Kamera. PPOV sitzt auf meiner rechten Seite. Patrick ist vor der Kamera? Ich sehe ihn ja nicht vor der Kamera. Also er sitzt theoretisch gesehen vor einer Kamera. Kommt auf die Perspektive drauf an. Naja, jeder, der weiß, vor einer Kamera ist eigentlich, ne? Das bist ja bei uns du. Hey. Die Nase vor der Kamera. Genau, wie geht's dir heute? Gut, soweit, danke. Ich freue mich, dass wir endlich wieder mal starten, denn wir haben ja noch einen ganzen Sack voller Einsendungen und ich kann das schon verstehen, es kommen immer mal wieder Nachrichten und wird nachgefragt. Niemand wird vergessen und jetzt starten wir auch wieder durch. Mittwoch, 18.30 Uhr ist Car Community Time und das ziehen wir durch. Ganz genau. Weiter und geht's. Kurzer Teaser, get ready für das Video diesen Sonntag. Es dreht sich um das Thema Ferrari. Ferrari, Scuderia, genau. Ferrari. Aber wir starten mal direkt mit @blackamg. Servus, liebe Saturn Crew. Ich zeige euch mein CLA 45 AMG Coupé als Yellow Night Edition. Gebaut wurde er 2018 und ist komplett voll ausgestattet. Mein Auto hat zum Glück kein OPF und glänzt mit 105 Dezibel im Fahrzeugschein. Verbaut wurde eine 4 Zoll AMS Alpha Ansaugung, eine Downpipe vom Bulks, ein KWV3 und Sparco 4-Punkt Gurte. Ein neuer Spoiler und Diffusor vom Maxton Design ist auch verbaut. Da ich direkt an der Nordschleife wohne, wird das Auto auch dort bewegt und es performt durch das 4MATIC und dem KWV3 brutal. Ich verliebe mich jeden Tag neu in dieses Auto, da es durch die Optik im Innenraum und von außen einfach sehr besonders ist. Liebe Grüße, Krishka. Also erstmal, Yellow Night Edition, ich beneide dich. Ja, ist so cool, ne? Als ich damals meinen A45, den alten, hatte, wollte ich auch eine Yellow Night Edition, gab es aber nicht mehr. Ich war zu spät, ich hatte einen der allerletzten alten A45s. Auch noch ohne OPF. Auch noch ohne OPF, ja. Also ich finde auch, diese Night Edition sieht richtig cool aus. Ich finde es auch cool, dass er den als CLA hat. Ich finde die CLA sehr schön. Ja, ist sehr cool gemacht und sieht richtig, richtig cool aus. Das Maxton-Kit finde ich auch sehr schön. Ja. Und ich finde, da du hinten den Diffusor hast, der relativ weit nach unten gebossen, nochmal andere Seitenschwelle. Wenn du das Verhältnis von der Höhe anguckst, vom Hinterrad, guck mal. Siehst du? Hinten ist ein bisschen zu tief, ja, für die Seitenschwelle. Ja, stimmt. Könnte man sagen. Ach, jetzt nervt's Luti. Mei, oh mei. Der hat echt Nürburgring gehört. Sobald Nürburgring dann meldet Jan sich sofort. Einmal. Ich weiß auch nicht, er hat da irgendwo einen Tracker. Ja, es ist ganz schlimm. Aber auch geil mit den 4-Punkt-Harness, den du drin hast. Aber kurze Frage, also die Gurte. Wie hast du die befestigt, dass das Sinn ergibt? Das frage ich mich. War in einem Cage, können die nicht sein? Sind die mit einem Teppich irgendwie verankert? Naja, vielleicht sind die auch Sitz bringt ja nicht viel. Ja, nee, bringt nicht viel, aber ich könnte mir vorstellen, dass unten am Schienensystem. Aber vielleicht kann er das nochmal in die Kommentare schreiben. Super. Zur Erläuterung aller. Ich finde das ja immer ganz witzig mit den 4-Punkt-Gurten, aber es ist auch total nervig. Es ist mega nervig. Ja. Also eigentlich, aber klar, wenn man viel Rennstrecke fährt, dann sollte man das machen. Ja. Aber nur mit Neckbrace und Helm. Ja. Weil sonst ist 4-Punkt-Gurt auch sehr schnell sehr gefährlich. Ja, das stimmt. Da bist du mit einem normalen Anschnaller besser unterwegs. Aber ich finde das Auto saugeil. Ja. Also wirklich sau, würde ich genauso fahren. Deswegen gebe ich dir eine 8,5 von 10. So. Also von mir kriegt das Auto definitiv eine 9. Eine 9. So Tendenz zu 9,5. Oh. Warum du da nur 8,5 hast, ist für mich nicht nachvollziehbar. Weil für mich ist eine 10 sowas wie ein Viola Passi. Ja, ich habe nicht gesagt eine 10. Und nochmal, es geht ja immer um das einzelne Objekt. Richtig. Und die Details. Aber Details nicht darum, was ein Auto kostet oder wie auch immer. Nein. Das finde ich unfair. Darum geht das ja auch gar nicht. Aber trotzdem. Jetzt haben wir hier gleich richtig Beef. So, jetzt geht's aber los. Hör du auch. Nein, es gibt aber Akzente und Sachen, die ich nicht so gut finde. Wie gesagt, zum Beispiel mit dem Diffusor. Diffusor, Höhe. Ja. Hinten zu tief, graue Felge auf schwarzen Auto. Ist ja auch in Ordnung, du hast es ja nun auch gesagt. Für mich ist es 9 Tendenz, 9,5. Scheiße, ich sag's, so. Das war das allerletzte Community-Video, was wir hier machen. Also so. Ich muss ganz ehrlich sagen, Grischka, es tut mir wahnsinnig leid, dass Alex irgendwie, muss noch an der Corona-Erkrankung liegen. So, weiter geht's im Text. Ja, dann lies mal vor. Marcel, ne? Jetzt haben wir Marcel. Servus, The Setting Crew. Wollte euch mal meinen BMW M2 Competition in Saphir Black. Ach, M2 Black. Du hast uns schon auf vielen Bildern gesehen. Ja, genau. Habe mir das Auto vorbestellt und damals einen der ersten Autos im September 2018 bekommen und bin seitdem begeistert. Das Auto wird nur im Sommer und bei gutem Wetter gefahren.
ein reines Spaßfahrzeug. Verbaut ist 3 Zoll Aulitzky Exhaust. Ach, also im Prinzip eine Grail. Ja, die arbeiten ja ganz eng miteinander, genau. V-Max wurde aufgehoben, Carbon-Diffusor, Front- und Heckspoilerlippe, Motorverstärkung. Verbauen möchte ich noch ein KWV3, Datendisplay, muss das eigentlich wo heißen? Ja, es ist oft neben dem normalen AC-Luftausgang. Ah, ja, ja, genau. Kannst du austauschen. Und andere Sitze. PS, danke für die coolen und interessanten Videos. Macht weiter so mit freundlichen Grüßen. Marcel. Immer sehr, ja, sehr gerne. Ja, liebe Grüße zurück, Marcel. Du bist ein schlauer Mann. Richtig coole Kiste. Weil du kein CS-Sas bist, du ein schlauer Mann, finde ich. Ja, kann man immer wieder nur sagen. Ja. Sehr, sehr gut. Lieber ein M2 Competition nehmen und dann noch ein paar Euro reinstecken. Ein bisschen was am Fahrwerk optimieren. Meinetwegen auch den Exhaust ein bisschen optimieren, so wie Marcel das auch gemacht hat. Man hat am Ende für weniger Geld das geilere Auto. Also, ja, du sparst effektiv noch Geld. Muss man einfach so sagen. Ich finde, das BMW mit den CS-Modellen an der Stelle... Auch der M4 CSL. Ja. 186.000 Euro. Völlig daneben. Das ist ein GT3. Ich weiß auch nicht, wer die da berät oder was die rauchen. Ja, die denken halt so 999 Stück, glaube ich, sind das. Ja, ist doch scheißegal. Limitiert. Mhm. Also bei 999 musst du eigentlich auch keine Limitierung mehr haben. Ja, deshalb sitzen sie heute auch noch auf neuen M2 CS-Modellen, auf neuen M5 CS-Modellen. Das war auch so ein richtiger Flop. Ja, M5 CS, da hat man gar nichts mehr mitbekommen. Nee, das ist nicht gut gelaufen. Das ist, finde ich doof. Auch sehr schöne Fotos, Marcel, muss ich sagen. Ich finde immer, wenn man so ein M2 sieht, kriegt man wieder Lust auf so ein Ding. Optisch finde ich die super schön. Keine Frage. So, Voting. Das ist schwer jetzt. Bei mir gefallen die Felgen nicht. Die gefallen die Felgen nicht? Nee, ich mag die Felgen nicht. Okay. Die erinnern mich immer, nicht böse, man immer so ein 1er BMW. Ich finde die Felgen eigentlich nicht schlecht. Aber egal, das ist ja geschmacklos. Also es ist all black, wunderschön. Du hast auf jeden Fall vorne kein Kennzeichen. Ah, nee, es ist einfach nur geblockt. Nee. Dann hat er hinten auch keins. Ja, okay. Ah, schwer ist das. Sag du mal bitte als erstes. Heute. Nur einmal. Von mir gibt es für den eine 8,5. Das sieht schon sehr gut aus. Guck mal, wie clean der ist. Aber jetzt musst du fair bleiben. Der CA 45 ist deutlich liebevoller aufbereitet. Ich finde den M2 cooler. Ja, aber ist doch Geschmackssache. Dann sag dein Voting, du Nase. 8,75. Haben wir jetzt auch noch Zwischenwerte. Na gut, ja, egal. Natürlich. Also, weiter geht es mit Stefan. Stefan, hallo. Das ist mein McLaren 650S Spider. Hab noch ein bisschen optimiert und investiert. Carbonisiert. Geiles Wort. Das auch sehr gerne. Haube in Carbon, Kotflügel mit dem MSO-Louvs. Also Louvers. Ja, Louvers, genau. So muss es doch einfach sein. Grüße aus der Schweiz, Stefan. Ich grüße in die wunderschöne Schweiz. Also, mir ist das noch nie so aufgefallen, ne? Weil ich fand den 650 immer irgendwie so, das war so ein Zwischending irgendwie. Ich mag das Ding nicht so gerne. Aber guck dir bitte mal das Foto an, was er gemacht hat mit der Front. Das sieht schon richtig gut aus. Ja, die Front ist sehr 675-lastig, bis darauf, dass der Frontsplitter nicht so aggressiv ist. Genau. Aber von hinten ist es halt ein MP4-12C. Das stimmt. Von hinten ist er ein bisschen langweiliger. Also sagen wir mal so, es ist McLaren, damit bist du aktuell immer noch, wenn du wollen würdest, der Schnellste, weil die Dinge einfach abgehen wie nichts anderes. Die Louvers finde ich sehr geil, Carbonhaube bin ich mir nicht so sicher. Nee, würde ich auch, also habe ich dir damals auch bei unseren 27S, habe ich auch mal gesagt, das Einzige, was mir zu viel Carbon war, war die Haube. Ich würde dir nur eine Sache kurz empfehlen, bei dem Eintritt in das Auto rein steht ja McLaren Spezial Operations. Das muss Special Operations heißen. Spezial Operation gibt es nicht. Ja, das ist eingedeutscht, ne? Ja, das ist eingedeutscht. Also nur kleiner Tipp, das würde ich auf dem C ändern. Genau, MSO ist ja wirklich ein Begriff und steht eben für McLaren Special Operations. Und ich hoffe, dass du auf diesem wunderschönen Hochglanz-Carbon ein bisschen PPF hast beim Einsteigen, sonst kann das schnell wehtun. Du hast die Komfortsitze. Schreib gerne mal in die Kommentare, wie du mit denen klarkommst. Weil das war bei unserem 600 LT unser Problem. Ja, das war ein Fehler. Vor allem, es gibt ja die P1-Sitze für das Auto. Aber sonst, 650S wird mit Sicherheit ein geiles Auto sein. Noch nie gefahren, ich glaube, du auch nicht. Nee. Aber sonst finde ich sehr, sehr, sehr cool. Ist jetzt nicht so meins, aber ja, hau du raus. 8,5. 8,5, okay. Dann gebe ich eine 8. Mhm. Nee, ich finde das Auto wirklich, also ich schaue mir die ganze Zeit hier die Front an, das sieht wirklich gut aus. Beim Heck gebe ich dir recht, deshalb, sonst bin ich ja auch McLaren vom Design, finde ich immer sehr schön, aber das gibt für mich einen kleinen Abzug. Mhm. Okay, weiter geht's, Thomas. Jetzt freut sich Patrick, du darfst gerne lesen, wenn du möchtest. Hallo ihr Lieben, wieso freut sich Patrick? Okay, das muss man Elektroauto. Ah, ja, okay, stimmt.
damit euch der Stuff für neue Zuschauer das nicht ausgeht. Oh, da können wir dich beruhigen. Ist nicht der Fall. Sende ich euch mal meinen zu. Ich habe einen Jaguar E-Pace. I-Pace. Er ist rein elektrisch und hat 400 PS. Es geht in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 und macht damit auch eine Menge Spaß. Ich habe ihn in Schwarz mit dem Black Package-Paket bestellt. Nur die Raubkatze auf dem Heck habe ich in Chrom gelassen. Ich wünsche euch alles Gute. Macht weiter so. Liebe Grüße, Thomas. Ja. Nee, ich überlege jetzt gerade. Also Das Auto muss ja extrem schwer sein, ne? Weil normalerweise hätte ich jetzt fast gesagt, mit der Leistung, die er hat, finde ich 4,8 jetzt irgendwie ein bisschen... Ja, aber ist auch ein großes Auto, ist, ne? Ist ein großes Auto, ja, das stimmt. Sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Dünenbagger. Aber sieht optisch nicht schlecht aus, ne? Das Auto? Unterschiedliche Meinungen darf man haben. Ja, nee, klar. Also ich würde ihn jetzt nicht für uns kaufen. Patrick? Aber wenn du... Ich finde, er ist so ein bisschen von der Karosserieform, ist er ja so ein bisschen wie das, wie heißt das, Tesla-Modell? Model Y, wenn du die Türen hochgehen. Y, achso, X. Ja, genau. Ich finde eher wie ein Y, so die kleine Jellybean. Ja. Also weiß ich ja nicht, ne? Also es ist natürlich alles Geschmackssache. Ein entscheidendes Problem sehe ich bei diesem Auto. Ich auch. Es hat keinen Motor. Richtig. Doch, es hat natürlich Elektromotoren, aber... Aber trotzdem, das Patrick trotzdem hat schon wieder cool. So einen blutbösen Blick jetzt auf drauf. Ja, und jetzt kann man es ja sagen, das ist mit einer der Gründe, weil wir uns geweigert haben, ein Elektroauto anzuschaffen, dass Patrick gesagt hat, er geht zurück auf die Insel, davon an elektrisch. Weil wir keinen Tesla bestellt haben. Gut, also, was sagst du? Schwer. Also, wirklich nicht böse gemeint, Jaguar ist von innen, sind die echt ganz cool und ist bestimmt auch ein Mega-Auto. Für mich ist das eine 4. Oh, das ist aber hart. Ich finde das Auto einfach echt nicht schön. Und es ist nur Geschmackssache. Das ist aber hart. Also das finde ich auch, muss ich sagen, da bin ich nicht deiner Meinung. Bei mir gibt es zwar auch nur eine 6, weil ich nicht so ein Elektro-Fan bin. Oh, da bist du immer hart. Ich finde das Auto aber trotzdem für das, ich hoffe mal, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis passt einigermaßen. Das weiß ich im Moment gar nicht, wie die Autos da liegen. Guck mal. Nö, also eine 6 gibt es von mir, Thomas. Okay. Dann lies bitte schon mal das andere vor. Ich guck mal kurz, was so ein I-Pace kostet. Okay, jetzt kommt mal wieder ein wunderschöner Golf. Hey Alex, PPUV und Patrick. Ja, das könnt ihr jetzt auslassen. Also Patrick lassen wir jetzt immer weg, ne? Ja. Der will ja nicht mehr. Ich bin Tobias, 20 Jahre alt und habe mir mit 18 diesen Golf 4 geholt. Was? Jaguar I-Pace ab 76.000 Euro. Oh, das ist aber Geld. Da bist du ja fast mit den IQ-Modellen von Mercedes besser unterwegs. Ja. Habe in den letzten 2 Jahren einiges geändert. Unter anderem habe ich die Scheiben tönen lassen, neue Scheinwerfer vorne und hinten, Spoiler vorne, Sportauspuff hinten. Ja, okay, Sportauspuff hinten. Hätte ich jetzt vom Golf erwartet. Okay. Vielleicht hätte er Sidepipes gebaut. Okay. LED-Beleuchtung am Kennzeichen, LED-Beleuchtung im gesamten Fahrzeug sowie Fußraumbeleuchtung. Hoffe, euch gefällt mein Golf. Liebe Grüße. Ja, schauen wir uns das Auto doch mal an. Ich finde deine Liebe und die Passion zum Auto geil. Finde ich auch. Das ist ja so ein schönes, wirklich ein schönes Dunkelgrün auch. Wie geil würde da eine schwarze Felge aussehen? Ja, und ich frage mich gerade, wie die Rücklichter sind. Sind die legal? Tinted? Die sind schon sehr dunkel. Ah. Weil es am Anfang, als wir mit YouTube angefangen haben, haben wir dafür gefühlt jeden Tag 15 Kommentare bekommen. Ja, das ist so, ja. Schwer zu sagen, aber... Also ist ein gutes, praktisches Auto, würde ich mal sagen. Ich finde die Farbe auch echt sehr cool, muss ich sagen. Schwarze Felgen würde ich dir auch empfehlen. Mhm. Aber why not? I like. Finde ich jetzt zum Beispiel cooler als den Jaguar. Ja gut, das ist natürlich ein ganz anderes Auto, ne? Ja, aber also, da weißt du, da merkst du Liebe. Ja. Ja, dann bin ich mal gespannt auf deine Bewertung. Ich auch. Hau raus. 5,5. 5,5. Nö, das ist zu wenig. Eine 6 kriegt er von mir. Liebevoll am Auto geschraubt und gearbeitet. Gut. Ja, ich bin hier der Positive. Es gibt einen sehr langen Text. Soll ich starten und du machst den Rest? Ja, jetzt ruft auch noch Mr. Doss an. Oh. Benni, du wirst das Video sehen. Es tut mir leid, ich bin gerade busy. Ja, sonst nehme ich kurz nach erst mit einem Video und dann geht's weiter. Bennilein? Na, nur, dass du Bescheid weißt, du bist gerade mitten im Video mit drin. Mitten im Video bin ich mit drin? Ja. Ich höre mich doch genauso verschnupft an wie du. Ja, aber wir müssen ja arbeiten. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt auflegen oder? Ich glaube, aus Sicherheitsgründen für die Zuschauer am besten auflegen und wir telefonieren später. Alles klar. Alles klar, bis später, Bennilein. Tschüss.
Hallo, so. Oh ja, das muss ich sogar vorlesen, weil hier beginnt es mal mit Hallo lieber PPOV, Hallo lieber Alex und selbstverständlich falsch. Auch Hallo lieber Patrick. Nein, das könnt ihr jetzt rauslassen. Es ging ja auch darum, wer zuerst genannt wird, nämlich PPOV. So, anbei schicke ich euch ein paar Bilder von meiner Aprilia SX125 und von dem Porsche 997 Carrera meines Vaters. Ich habe die Aprilia am 26.03.2022 mit 500 Kilometer und ein halbes Jahr alt gekauft. Kurze Zwischenfrage, wann ist unser Termin eigentlich bei Ducati? Warte ich gerade noch auf Info. Aha. Auf ein genaues Zeitfenster. Okay, ich habe schon kleinere optische Veränderungen vorgenommen. Ich habe neue Spiegel für den Lenker dran gemacht, da die alten Riesen-Elefantenohrenspiegel mir überhaupt nicht gefallen haben. Außerdem habe ich Felgenaufkleber dran gemacht. Und an die silbernen Originalspeichen rote und schwarze Speichenhüllen montiert. An Veränderungen steht noch an, ein kurzer Kennzeichenhalter, neue LED-Blinker und ein Aero-Auspuff. Mein Vater fährt einen Porsche Carrera 997 Cabriolet aus dem Jahr 2011. Wir haben ihn gebraucht von einem Freund, vor ca. 4,5 Jahren übernommen mit 27.000 Kilometern. Mittlerweile ist er 37.000 Kilometer gelaufen. Er besitzt immer noch seine Serienleistung von 345 PS. Nach meiner... Upsala, jetzt bin ich kurz... Nach meinen super nervigen Vorschlägen. Genau, nach meinen super, in Klammern nervigen Vorschlägen, hat mein Vater kleinere Veränderungen vorgenommen. Und zwar haben die Felgen und die beiden Auspufflenden schwarz lackieren lassen. Außerdem haben wir die durchsichtig vergelbte Steinschlagsschutzfolie gegen matt-schwarze ersetzt. Ansonsten haben wir alles original gelassen. Ich versuche meinen Vater gerade noch wegen einer neuen Abgasanlage zu bearbeiten. Und ich würde gern, dass er... die Bushöhe ändert. Sympathisch. Ach so, so hat er es gemeint. Oh Mann, ja, ich habe auch noch ein bisschen Corona am Kopf, glaube ich. Ich finde den Abstand zwischen Rad und Karosserie zu groß. Ich finde euch und eure Videos mega interessant und hoffe, dass ihr das noch lange weitermacht. Liebe Grüße aus Hessen, Aurel. Ja, also hoffen wir auch. Erstmal vielen Dank für deinen lieben Text und die vielen Erläuterungen. Das mit den nervigen Vorschlägen, ja okay, das kann ich mir natürlich vorstellen. Ja. Was heißt lustig? Das ist oft so, ja, bei diesen Steinschlagfolien, wenn die alt sind. Bei Porsche werden die immer gelb. Dann verfärben die sich. Das ist ein bisschen nervig, ne? Das ist ein bisschen nervig. Also, ja, fangen wir mal mit seinem Bike an. So, man sieht direkt die Speichen mit dem Rot, finde ich ziemlich cool. Sieht ja für eine 125 richtig groß aus. Ne? Ja, finde ich auch. Sieht geil aus. Mhm. Schönes Bike in dem Satin Schwarz mit Satin Silber. Oder ist es Satin? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Silber Akzente. Mhm. Sieht sehr schön aus. Ich kenne mich leider nicht so gut mit Bikes aus aktuell. Und ja, kurzes Kennzeichen-Dingens wird dem Ding gut stehen, finde ich. Ja, wir müssen ja zwei Bewertungen abgeben, Bike und Porsche. Bike, 8. Finde ich geil aus, so ein bisschen Enduro-Style. Mache ich mit. Porsche, lustiger Fun-Fact, falls ihr das Video seht, unsere alten Nachbarn hatten einen, der genauso aussah. Stimmt. 1:1, bis darauf, dass ihr blutroten Innenraum habt, den ich ziemlich geil finde. Aber du hast echt recht, das Ding muss ein Stück runter. Der ist schon sehr hoch. Ah, ist ein schönes Auto. Ein zeitloses, wunderschönes Auto. Habt ihr sicherlich gut ausgewählt. Und gibt von mir für das Auto eine 8. Von mir auch. 911er geht immer. Ja. So, dann mache ich mal den nächsten. Next one is your turn, ja. Jetzt bist du schon wieder als erstes angefangen. Mhm. Weil ich eigentlich alle verarschen. Moin PPOV, moin Alex. An erster Stelle, ich feiere eure Videos. Jetzt kommt eine E-Mail, feiere eure Videos und euren Content, verfolge euch schon eine ganze Weile und dachte mir, ich muss jetzt auch mal mitmachen bei Wir reagieren auf eure Autos. Macht doch bitte weiter so und bleibt so. Community nah. Auf jeden Fall. Oh, du bist aber lieb. Dankeschön, machen wir auf jeden Fall. Meine Freundin und ich haben beide einen am Dach und dachten uns, wir haben keine Lust auf langweiliges Schwarz bei unseren Fahrzeugen. Das nehmen wir jetzt nicht persönlich. Ich nehme das sehr persönlich. Wir skippen dich jetzt. Daher dieses etwas dezente Folierung an unserem Audi A1 1,4T FSI und an unserem A45 AMG. Liebe Grüße, Basti. Das gleiche A1, den Patrick damals hatte. Sehr cool, das Camouflage. Also der A45 sieht saugeil aus. Vor allem die Edition One Felgen. Ah, ich glaube, er ist ein cleverer Mann. Wieso meinst du? Ja, ist er. Er hat die Facelift-Rückleuchten, obwohl es kein Facelift ist. Mm. Deswegen, weil es gab nur die Center-Lock-Felgen bei dem Edition One damals, den wir damals auch hatten. Mm.
Aber cooles Duo. Ich finde es auch cool, dass du es mit deiner Freundin matchend gemacht hast. Hat oh, was. Couple Goals? Couple Goals, oh mein Gott. Oh, so cute. Nee, sieht aber sieht wirklich ganz cool aus, ne? Geil also aus, keine Frage. Vom Print Design. Ich denke ja mal, dass sie den A45 fährt. Ne? Das muss ja ich alles glaube, finden. So hat er das nicht gemeint. Warum, Basti? Sie darf damit, wenn ihr das zusammenschaut, Bastis Freundin, du darfst den immer sehr gerne fahren. Bestimmt. Sehr gerne. Aber, so ein, ich, aber weiß, ganz ehrlich, aber der 1,4 TFSI, der geht auch richtig zur Sache. Ja, also Patrick hatte ja einen. So krass zur Sache geht er jetzt nicht. Ja, ne, aber der ging immer nicht zur Sache, wenn du mit drin gesessen hast. Das ja, lag das vielleicht an deinem Gewicht. Das liegt an den Gewichtsverhältnissen. Allerdings muss ich sagen, der A1 könnte auch ein paar schwarze Felgen. Das könnte oder einfach schnell rüberlackieren, das geht auch. Gut, ja, aber. Das ist ja dann trotzdem eine schwarze Felge. A45 für mich ist eine 8 und der A1 für mich ist eine 7. Von mir kriegen beide eine 8. Das haben sie verdient. Okay. Obwohl du Kritik an die Felgen abgegeben hast. Ah ja, das stimmt. Das muss ich. Das ja, geht das geht nicht. Nee, okay, A45, 8 und sorry. Liebe Freundin von Basti. Oder eben nicht Freundin, wir wissen es nicht. Kann auch gut sein, dass sie der A45 gehört. Wir wollen dazu nichts sagen. Okay, dann gibt es eine 7,5 für mich. Servus zusammen. Zusammen aus München. Im Hang ein paar Bilder. Bitte entsprechend das Kennzeichen unkenntlich machen, selbstverständlich. Gerne. Vielleicht ist was dabei für den Content. Natürlich. Bei Rückfragen bitte melden. Es ist ein Lotus Elise 111 Erbarmani Kompressor, ca. 275 PS, 113 Dezibel eingetragen. Dann kommt ein Porsche 934S 96er, Viola Metallic mit original US-Chromfelgen. Und ein Maserati Quattroporte 4.0 2007er in beige, 45.000 Kilometer gelaufen, Zustand 2+. Also den Nerva finde ich geil. Erstmal, wir haben hier den kleinen Lotus. Ist mit Sicherheit ein cooles der Auto. Porsche könnte mal gewaschen werden. Ja, ist ein kleines Go-Kart halt der Lotus. Ne? Mhm. Ich weiß nie, was ich bin Exige-Fan. Ich finde Elise auch ganz cool, aber viel mir zu klein. Es ist echt. Es ist ein sehr kleines Auto. Also es ist ein sehr fahraffines Auto. Also fürs Fahren. Also wir haben ja mal einen kleinen gehabt. British Racing Green, so. Ja, genau. Also das war schon immer abenteuerlich zum Ein- und Aussteigen. Es ist wirklich nur für ganz kleine Briten geeignet. Okay. Aber macht vom Fahren her natürlich Spaß, wird es wie ein Go-Kart. Ne? Ja, aber er braucht ein paar andere Reifen, die haben sehr viel Profil für so ein Auto. Und schwarze Felgen, bitte. Hast du denn bitte das Profil erkennen können? Von hier, das ist ja aus dem Winterreifen. Ach so, hast du uns rangezoomt, okay, ja. Also erstmal schnell Lotus, dann arbeiten wir das systematisch alles ab. Punkte vergabe. Lotus kriegt von mir eine 8. Eine 8? Ja. Beim Porsche habe ich ein Problem 6,5 mit der beim Porsche habe ich ein Problem mit der Innenausstattung, wenn ich das hier richtig erkennen kann. Ist die grau? Ist die. Das kann ich leider auch nicht genau sehen. Weil oder blau. Wobei ich finde dieses Violett finde ich jetzt eigentlich gar nicht so dumm. Mega schöne Farbe. Ja, vor allem mit der Kombination mit den silbernen Felgen finde ich geil. Ja. Romania 2021. Oh, war bestimmt Set besuchen. Also. Porsche ist für mich definitiv eine 8,5. Ich finde das Auto sehr schön. Okay, da mache ich mit. Aber der Quattroporte, das ist. Da haben die wir beide. Beige Innenausstattung. Ja. Ah, nee, also da gibt es von mir eine 6. Tut mir leid. Das ja, da bin ich auch leider. Obwohl die klingen gut, ne? Das ist das Einzige. Die klingen gut. Mega gut. Ja, aber richtig, das war's geil. Auch. Ja, es ist der Quattro ist für mich leider eine 4, um ganz ehrlich zu sein. Das Ding mag ich gar nicht. Okay. Das ist heute sehr, sehr strenge Bewertung. 6. Ja, natürlich. Wir müssen auch ein bisschen strenger werden. Ich werde erwachsen, 6. Weißt du? Weiter geht es. Hi Alex, Mr. PPV und Patrick. Hört auf, Patrick hier mein, ja, das konnte da ja noch keiner wissen. Hier mein Beitrag für eins der kommenden Car Community Videos. Es handelt sich um einen Traum, den ich mir vor knapp 2 Wochen endlich erfüllt habe. Eine Ducati Street Fighter V4S, Baujahr 2021 in der Farbe Dark Stealth. Sie hat einen 1103 Kubik V4 Motor, wiegt 180 Kilogramm, hat einen Drehmoment von 123 Newtonmeter und eine Leistung von 208 PS. Bereits verbaut ist das Ducati Performance Paket, andere Hebel, CNC, Tankdeckel, andere Lenkerenden, einen Carbon-Kennzeichenhalter sowie LED-Lauflichtblinker hinten. Das neongelbe Design wurde so vom Vorbesitzer, in Klammern Ducati-Händler, foliert und ich bin im Moment noch am Überlegen, dieses zu entfernen, weil es mir dann doch etwas zu auffällig für dieses ohnehin schon extrovertierte Motorrad ist. In knapp 2 Wochen seit dem Kauf habe ich bereits 1500 Kilometer auf der Maschine gefahren, bin absolut begeistert und habe in ihr
das für mich perfekte Motorrad gefunden. In Klammern, auch wenn die Leistung für die Landstraße eigentlich zu viel ist. Das ist sie definitiv. Ah, das Ding sieht saugeil aus. Da hat er recht. Die Dinger sind natürlich echt Granate. Ne? Granate. Ist ein wunderschönes Bike. Hammer. Ja, passt ja zu unserem Termin nächste Woche. Nicht Ducati. Zu viel sagen. Nee, ich würde damit verrate ich ja noch nicht zu viel, aber Ducati ist wirklich, das ist Emotion. Ducati ist so Lamborghini der Motorräder. Ja. Witzigerweise, oder gehört ja auch zu Lamborghini als Tochtergesellschaft, also insofern passt das wie Faust aufs Auge. Aber die gelben Akzente würde ich auch abnehmen an deiner Stelle. Ja, die finde ich persönlich jetzt auch nicht so passend dazu. Kann ich deine Überlegung verstehen. Ansonsten allzeit gute Fahrt, fahr immer schön vorsichtig. Ja. Gerade jetzt hört man pass wieder so viel von schweren Unfällen. Also, und nicht bei der Hitze in Motorradklamotten, weil das wird zu heiß. Okay. Das kann auch zu heiß werden, ja. Ja, also pass auf dich auf. Für mich ist das Ding definitiv eine 9,5. Finde ich sehr sexy. Also für mich gibt es eine 9. Wenn die gelben Akzente runter werden, dann wäre es auf jeden Fall wird's Richtung 9,5. Gut, dann starte ich mal mit dem nächsten, mit dem lieben Julian. Servus Team, The Saturn Crew. Ich feiere eure Videos sehr und würde euch gerne mal mein Fahrzeug vorstellen. Es ist ein Mountainbike, fully mit Carbonrahmen und Carbon-Laufräder und einer elektrischen Schaltung. Habe mir letztes Jahr diesen Traum erfüllt und bin sehr zufrieden damit. Macht weiter so, eure Videos haben viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Vielen lieben Dank. Wir haben hier ein, ich glaube, Specialized. Krass, also du bist ja im Moment unser Fahrradexperte, ne? Ja, Shoutout. Ich bin Fahrradexperte, genau. Sehr, sehr cooles Bike, finde die Reifen auch cool. Gut aus. Und ich finde es immer sympathisch, wenn Leute am Fahrrad reinschicken. Ja, warum nicht? Finde ich toll. Bevor du trinkst, Bewertung. Bewertung? Ja. Des Fahrrads. Ich bin ja nicht so ein Fahrrad-Experte, aber von mir gibt es eine 8. Oh, da mache ich mit. Sauber. Machen wir gleich mal weiter mit dem nächsten. Moin aus dem hohen Norden. Nachdem ich meinen Schuhkarton dann auch mal anständig abgelegt habe, hier mein Beitrag zu Wir reagieren auf eure Autos. Ein kleiner CLA 200D, für uns ein wenig Luxus, für euch reicht es maximal zum Support-Car. Das stimmt doch gar nicht. Nein. Ein geiles Auto, keine Frage. Schön aus, auch schön in dem Weiß. Ich hoffe, du hast nicht das Zitrusweiß. Das war mein Fehler. Aber Diamond White, wunderschön, simpel. Finde ich echt Hammer. Sieht gut aus. Ein praktisch tolles Auto. Schönes Auto, gibt von mir eine 8. Ja, mache ich auch mit. Perfekt, sauber. Weiter geht's. Hey, ihr Lieben. Jetzt wird's kritisch. Ihr habt mich überholt und seid nun mein neuer Favorite YouTube-Autokanal. Well done. Genieße die Flags. Michi ist ja ein guter Freund von uns, aber wir freuen uns natürlich trotzdem über deine Bemerkung. Hier mein aktuelles Auto sowie ein bis zwei, die ich in den letzten Jahren gefahren bin. Freue mich auf eure Bewertung. Macht weiter so. PS, schöne Uhr, Armband, haben selber Ausstattung. Okay, und sowieso Schuhe, Shirts und so weiter, good taste. Sympathisch. Hast du schon im Saturn Crew Shop was bestellt oder was? Also ich habe die anderen Sachen rausgenommen. Das ist ja für Patrick. Ich habe die anderen Sachen rausgenommen, weil es geht um das aktuelle Fahrzeug. Okay. Nichts aus der Vergangenheit. Ja, wir können auch nicht immer zu viel, das stimmt. Wir haben hier ein... Entschuldigung. Ein Tesla. Okay, ich muss mich kurz konzentrieren. Ein Tesla Model Y. Jellybean haben wir am Start. Ich glaube, ein paar Aftermarket-Felgen, die sehen nicht ganz so Serie aus. Guck, es ist so. Es ist jetzt nicht unser Lieblingsauto, definitiv nicht. Aber es ist ein gutes Auto, solange es dich sicher von A nach B bringt, du etwas Gutes für die Umwelt tust, alles gut. Pass auf dich auf, mein Lieber. Wenn man gerne Toaster fährt, dann fährt man gerne Toaster. Jetzt sei nicht so gemein. Das war doch nur eine leichte Anspielung und ein Witz. Es ist ein cooles Auto, also technologisch gesehen packst du uns damit alle in den Schatten. Also ich finde das Auto in der Konstellation weiß mit der schwarzen Felge richtig schön. Du findest das Auto schön? Ich finde das Auto in dieser Konstellation wirklich schön. Ich glaube, ich hatte irgendwas in der Wasser. Nein, das ist ja ein funktionales Auto. Da geht es das ist ja kein Supercar, schön. Kein Sportwagen, das ist ein funktional schönes Auto. Schön. Und ich finde, da hat man gut was rausgeholt. Ich bin ja kein Freund vom Interieur, vor allen Dingen von Tesla. Aber was hattest du jetzt? Was sagst du? Ja, am besten heute noch. 7. Eine 7? Ja, mit ganz viel Liebe und Zwinkern. Eine 7,5, weil der Motor fehlt. Ansonsten... Eine 7,5, weil der Motor fehlt. Sonst hätte er mehr. Hätten wir einen Motor. Nee, aber trotzdem schönes Auto. Ja, doch. Da hast du recht. Also, das war's mit diesem Car-Community-Video. Ich hoffe natürlich, ihr hattet alle sehr viel Spaß. PPOV hofft das auch, denke ich mal, oder? Ja, ich freue mich darauf, dass wir hoffentlich bald die nächsten dann wieder drehen können, damit es weitergeht.
Auf jeden Fall. Und sendet gerne per E-Mail, wir blenden nochmal ein, ne? contact@thesettingcrew.com. Dann können wir es am besten und am effizientesten abarbeiten, das würde ich auch sagen. Genau, also von dem her, wir sehen uns beim nächsten Mal. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, das Video zu liken, abonnieren und natürlich einmal an der Glocke zu läuten. Und wie gesagt, mit irgendwas könnt ihr es auch gerne teilen, so wie mit dieser Lichtleiste. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!